Ja, hallo und willkommen zurück in Darkness Falls. Hier an Tag 28. Wir haben heute Abend die vierte Horde zu bekämpfen und deswegen lass uns doch direkt mal starten heute, indem wir die Hordenbase fertig bauen und alles bereit machen. Und dann werden wir ein bisschen was looten gehen und dann kommt auch schon die Horde. Ich nehme mir mal ein paar Baumaterialien mit, zum Beispiel Beton. Und Cobblestone habe ich auch hier schon gemacht. Es hat sich ein bisschen was getan über Nacht, deswegen starten wir heute auch ein bisschen später rein in die Folge. Ich habe mir eine dritte Forge, die habe ich hier hingestellt. Hier werde ich mir auch gleich mal Stahl rausnehmen. 252 sind hier fertig. Ich glaube, hier wird gerade Buckshot gemacht. Und hier ist ein bisschen Forged Iron. Das kann ich mir auch mal mitnehmen, auch wenn ich nicht weiß, ob ich es brauche. Hatte ich hier irgendwas gemacht? Ja, genau. Ich hatte mir Asphalt gecraftet und den Concrete Mix können wir uns auch rausnehmen. Ich habe hier auch eine zweite Metallwerkbank gebaut. In dieser Metallwerkbank habe ich Coil-Batterien gebaut und elektronische Bauteile sind hier auch noch einige in der Queue. Ich werde mir die jetzt mal rausnehmen und dann schauen wir mal, was wir brauchen, um die Coil-Shells zu machen. Achso, die muss man sogar in einer, genau, die muss man sogar in einer Metallwerkbank machen. Deswegen hatte ich auch die zweite hingestellt, weil das einfach alles sonst zu lange dauert. Und wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Wir brauchen auf jeden Fall die Batterien, Buckshot, genau, und Iron, um die Coil Shells zu machen. Iron haben wir auf jeden Fall hier. Haben wir noch ein bisschen Buckshot gelootet, ja genau. Und ein bisschen was habe ich mir auch in der Forge schon gemacht. Das dürfte auch einiges ergeben an Coil Shells, hoffe ich mal. Achso, du brauchst die Calipers hier drin. Haben wir davon noch was? Ich weiß es gar nicht. Oh oh. Sieht nicht so aus. Wie sind die? Ach doch, Moment. Das ist eine Welding Torch. Ah, verdammt. Ich cancel das hier mal. Nimm mir mal das raus. Dann lass uns das einfach hier bauen. Und ich muss aufpassen, dass ich die nächsten Calipers, die ich loote, nicht verkaufe. So, weg mit dem ganzen Kram, den brauchen wir jetzt nicht. Dann lass uns loslegen, die Hordenbase zu bauen. Ich hatte hier auch noch eine Workbench gecraftet, eine zweite. Das wollte ich noch machen. Die wollte ich noch hinstellen. Ist auch erstmal egal wo. Wir werden die später nochmal umstellen. Darum soll es jetzt erstmal nicht gehen. So, hier wollte ich ja Asphalt auffüllen. Und damit fange ich auch an. Und da hinten ist auch noch ein Loch, was wir auffüllen können. Aber fangen wir erstmal hier an. Na okay, ganz gereicht hat's nicht, aber für das meiste. Das passt schon. Also ich wollte auf jeden Fall hier ein bisschen was aus Metall machen, damit das nicht direkt kaputt geht beim ersten Demolisher-Explosion. So, dann hatten wir hier noch Teile aus Holz. Die müssen wir natürlich noch aufwerten. So, die Tür hier rein und upgraden. Und dann könnten wir das hier vielleicht auch noch aus Metall machen drumherum, dass sie sich da nicht durchprügeln. Das hier mache ich mal lieber aus der zweiten Stufe von Stahl, damit das extra stark ist. Und vielleicht hier noch Teile vom Aufstieg, soweit es eben geht. Ich weiß nicht, wie viel Stahl ich jetzt noch habe. Okay, das war's schon. Ah, jetzt noch 6 Stahl. Okay, machen wir weiter mit der Elektrik. Oh, hier ist gerade ein Airdrop. Da hinten. Okay, können wir uns ja markieren. Vielleicht da. So, den Schalter hier finde ich noch ganz wichtig. Machen wir den vielleicht mal hier hin, wo er so ein bisschen geschützt ist. Und dann werden wir sowohl die Klingenfallen dort hinten als auch diesen Aufstieg darüber steuern. So. Okay, und hier kommt gerade. Also erstens ist hier noch was nicht verstärkt. Das ist ja nicht so gut. Und ich glaube, da ist auch gerade eine wandernde Horde angekommen. Oh ja. Vielleicht benutzen wir einfach die Hordenbase.
Oh, hallo. Wie geht's euch? Au. Kommt jetzt her. Oh, die sind ja noch gar nicht offen. Ah, nicht ducken. Schon mal Testlauf für heute Abend. Au. So nicht. Meine Güte, und das war gerade mal die Hälfte von der Horde. Uff, uff. Ich will die anderen jetzt, glaube ich, gar nicht anlocken. Machen wir mal lieber weiter, damit wir heute noch irgendwie wegkommen hier. Ich wollte noch die Spikes hier hinstellen. Auch wenn die nicht viel bringen werden. Just for fun. So, schaden kann es auf jeden Fall nicht. Stellen wir noch einen Schrotflintengeschützturm hier rein. Na, ah, jetzt kommen die nächsten hier, oder? Ja, natürlich. Ach, was soll's. Oha. Das ist eine ganze Menge. Oh, da ist eine Screamerin. Oh no. Na klar. Das ist ja alles nicht so gut. Kann ich hier auch irgendwann mal meine Ruhe haben? Oder ist ein Raketenwerfer? Das ist natürlich nice. Ey. So. Das war schon fast mit den Spikes. Au. Okay, geben wir dem Shotgun ein bisschen Munition. Gar nicht so viel. Na, muss reichen. Ich denke, den Sichtbereich muss ich nicht verändern. Das Teil lassen wir einfach so ein bisschen schießen. Nächstes Mal vielleicht noch mit einem Schalter ausstatten, sodass ich es an- und ausmachen kann. Tja, das hier können wir alles auch nächstes Mal reparieren. Ich muss jetzt nur mal schauen, habe ich jetzt noch irgendwas, was ich unbedingt platzieren will? Ich glaube nicht. Wir haben Raketenwerfer gelootet, das finde ich gut. Naja, aber ansonsten, ich könnte jetzt noch Blade Trap aufstellen, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich so viele Motoren habe, um das hier alles zu betreiben. Ich bin schon ganz froh, wenn das alles, was ich jetzt angeschlossen habe, klappt. Ich habe auch einen Motor gelootet. Könnte ich auch mal hier reinmachen. Zwei passen noch rein, vielleicht fülle ich das nachher noch auf. Aber an sich war es das jetzt erstmal. So muss das reichen, wie es ist. Okay, was essen, was trinken. Muss mich mal heilen. Was hat mich denn jetzt hier so angeschlagen? Der Kampf mit den Zombies. 17 Uhr ist es. Dann nehme ich jetzt schon mal die Coil Shotgun, baue die um, beziehungsweise baue die Mods da ein. Und dann behalte ich die auch quasi für immer. Wie repariere ich die eigentlich? Mit einem ganz normalen Repair-Kit. Okay. Ich hatte doch irgendwie gerade eins gelootet. Hier, mehrere sogar. Okay, repariere ich das einmal. Die Auto Shotgun, die kann dann von mir aus auch verkauft werden. Die Munition nehmen wir dann eher für die Türme. Und dann gehen wir jetzt nochmal los. Ein bisschen. So. Ein, zwei Stunden. Noch irgendwas machen hier in der Nähe. Gucken wir mal, was wir finden. Vielleicht hier hinten raus. Hier gibt es doch sicherlich noch irgendwas, was ich bisher noch nicht gelootet habe. Zum Beispiel, hier hinten müsste es doch eine Persengas-Tankstelle geben.
Hier waren wir noch gar nicht drin. Das könnten wir auch noch machen. Ja, das gab noch einen Motor für den Generator. Ich werde jetzt auch hier einfach elektrische Teile und so mitnehmen. Wir brauchen die ja für die Coil-Waffen und später brauchen wir sie für die Laserwaffen, beziehungsweise für die Munition. No, blaues Papier. Aufwachen. Uah! Oh Gott. Verdammt. Ich habe meine Shotgun noch nicht ausgerüstet. Komm weg mit dir. Und flieg. Wo ist denn der White hin? Ah, hier. Au. Shit. Naja, die Waffe ist scheiße. Das kann ich schon mal attestieren. Black Sky. Aber die wird uns bei Demons helfen, solange wir noch keine Laserwaffe haben. Au. Weg. Mann. Ich lasse mich hier echt vor der Horde nochmal verprügeln. Das ist doch nicht gut. Ich habe natürlich auch keinen Raff, was das hier für ein POI ist. Vom Level her. Kann alles Mögliche sein. So, jetzt doch viel einfacher. Oh, vernünftige Ratchet. Das ist doch nett. Wo ist der denn? Ist der hier außen rumgegangen? Was stimmt denn nicht mit ihm? Ach, da sind Calipers. Sehr gut, dann können wir beide Werkbänke betreiben. Beide Metallwerkbänke. Und da ist nochmal eine Welding Torch. Ach, geil. Ich habe zwar die Shotgun mitgenommen, aber ich habe keine Coil Shells mitgenommen. Na, das war ja wieder schlau. Simbras. Weg. Weg. Boah. Ein Bier? Okay, draußen ist noch irgendwas, oder? Ja. Okay, noch ein Erdbohrer. Der ist auch deutlich besser als der, den ich hab. Militärhelm. No. Na, Vitamine. Na, trink die schneller. Nein. Na, wo ist der nächste? Da ist da noch einer. Hier wird nicht explodiert. Huch. Nein, ich will den Lootbag. Das können wir scrappen. Hazmat Fiber ist auch dabei. Und wir haben hier einiges an Bookshelves. Okay, immer gern gesehen. Eine Zigarre. Habe ich schon. Okay, Taschenlampe. Können wir scrappen. Gibt's hier noch drin in der Mikrowelle? Wahrscheinlich nicht so viel. Ach, da gab's nochmal ein Level-Up. Ah, wir können vor der Horde auch gleich nochmal ein paar Punkte verteilen. Vielleicht bringt uns das noch ein paar Vorteile. So, ich habe noch anderthalb Stunden Zeit. Meine Frage ist jetzt nur, gibt's hier ein Hauptloot? Und wenn ja, wo? Titanium Chestplate. Ich gucke jetzt einfach mal ganz frech oben aufs Dach. Wahrscheinlich gibt es auch einen regulären Weg hoch. Oha. Da ist ja eine Demon-Frau. Und das ohne meine Coil-Waffe?
Nee. Das ist mir jetzt gerade zu risky. Vor allem habe ich auch keine Zeit mehr. Das ist eher ein Zeitproblem, ansonsten würde ich es jetzt machen. Aber so schnell respawnen die ja nicht. Dann behalten wir uns das im Hinterkopf. Oh mein Gott. Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen, dass mein Bike nicht mehr funktioniert nach 18 Uhr. Ich bin ja schlau. Okay, dann laufen wir zurück. Gut, dass ich da oben nicht mehr raufgegangen bin. Das wäre ein Desaster geworden. Okay, das Bier wird gleich vernichtet. Boah, ich muss mich mal irgendwie hochheilen mit irgendwas. Hier. Medical Kit. Die Bandagen hätte ich ganz gern für die Horde. Vielleicht noch so ein Painkiller. Tja, dann. Ich bräuchte noch einen Motor. Denn zwei Motoren passen da noch rein. Und ansonsten, tja, Waffen und Munition. Wo waren die Coil Shells? Hier. Ganz wichtig, dass wir die haben. Dann nehme ich mir noch die anderen Waffen hier. Und Explosives und was wir sonst noch so haben. Und dann geht's los. Ja dann, let's go. Da unten sind schon ein paar Sachen. Na dann. Der Anfang ist ja immer recht einfach. Das dicke Ende kommt ja immer erst gegen Mitte. Der lässt sich aber auch nicht umschmeißen hier, der Nightstalker. Nicht mal mit dem. Das ist ja dumm. Hier, komm. Haha. So geht's. Gleich einen roten Loot weggedroppt. Nice. Oh, ich habe vergessen, die Punkte zu verteilen, nicht wahr? Ah, das macht nichts. Wir schaffen das auch ohne. Dann habe ich mehr nach der Horde. Auch gut. Oh, da ist aber einer durchgekommen. Oh, was ist denn das da für ein Vieh? Das ist ja eins von diesen Monstern. Das ist so ein Monster, das ist so geil. Oh, dich wollen wir hier aber nicht haben. Oh. Zombie Titan. Oh mein Gott, der hat 5000 Hitpoints einfach. Hau ab, Titan. Oh mein Gott. Weg. Okay, der ist tot. Oh, mir fällt gerade ein, ich hätte vielleicht was zum Reparieren mitnehmen sollen, oder? Tja, man kann nicht an alles denken. Aber das wäre eigentlich wichtig gewesen. So, 70 Minuten sind wir drin und... Der Elektrozaun hier oben ist schon kaputt.
gut, das ist gleich Mitternacht. Wir haben bisher einen Titan gesehen, ein paar Nightstalker, noch keine Bären, auch sehr wenig Cops bisher. Ich glaube nur ein oder zwei. Ja, mal abwarten, was da noch so kommt. Beim letzten Mal fing es ja erst so ab 2 Uhr an, richtig heftig zu werden, glaube ich. Ja, aber dass ich hier nichts zum Reparieren habe, ey, das triggert mich ein bisschen. Das könnte hier so bequem laufen. Vielleicht sogar, ach, was ist das denn? Nein, kein blödes. Kein Oktopus. Weg. Das Ding ist tot, oder? Die haben nicht so viel Health. Die sehen nur irgendwie bedrohlich aus. Jetzt kommen die Nightstalker doch in höherer Anzahl. Oh, da ist der Bär. Ah, okay. Okay, Bär. Weg mit dir, Bär. Oh. Das Vieh, das hat hier oben auch nichts zu suchen. So, weg mit dem Nightstalker. Holen wir uns noch den Lootbag. Oh. Oh Gott. Zombie Behemoth. Oh shit. Na komm hoch, Bär. Yes. Und. No. Fall um. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das sieht ja scheiße aus. Oh Gott. Hä? Was war das denn gerade? Shit. Das hält die Klappe doch niemals aus. Oh shit. Komm weg. Weg mit euch. Jetzt wird's eine Shitshow. Okay, probieren wir es mal mit Granaten. Oh shit. Da ist noch ein Titan, aber ich glaube, der kommt hier gar nicht rein. Das ist irgendwie so ein bisschen sein Problem. Na gut, eine Klappe ist sowieso noch zwischen uns. Können wir es auch ein bisschen einfacher angehen. Oh mein Gott. Ah, ich treffe mich hier selber mit den Granaten. Fuck. Überlege, ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, einen Schritt zurückzugehen. Trifft mich dieses komische Vieh denn? Ich glaube nicht. Boah, ich hau mal jetzt mit der M60 hier rein. Ich glaube, das ist besser für die. Okay, Zeit, einen Schritt zurückzugehen. Das Problem ist halt wirklich, dass ich mich hier nicht allzu sehr selbst anhitten darf. Ich habe noch 2 von diesen Medikits und ansonsten nur noch Painkiller, die ich ja nicht spammen kann. Mach mal das hier auf und die Klappe hoch. Ich will die Klappe hoch machen. So, jetzt. Okay. Und immer rein. Ja, okay, ich glaube, wir müssen hier flüchten. Alles klar. Und los geht's. Okay. Hi. Okay, so ist es gut. Ich würde nicht sagen perfekt, aber
hast. So, vorletztes Medikit. Da nehme ich noch einen Painkiller. Und das letzte Medikit muss ich mir echt aufheben. Brauche außerdem was zu trinken. Nehmen wir mal die explosiven Bolts. Weg mit dir. Hi, Demolisher. Wie geht's? Wir könnten jetzt eigentlich den Schalter anmachen. Damit die hier hochspringen können. Dann kriegen wir vielleicht noch ein paar mehr gekillt. Für die XP. Bär. Ah, das habe ich mir schon fast gedacht, dass das früher oder später passiert. Da ist noch ein Bär. Der Bär ist weg. Okay, noch eine halbe Stunde. Laden wir hier nochmal nach. Au. Ach, da ist ein Kopf hinter mir. Ist natürlich nicht so gut. Was? Warum explodiert er? Nein! Au! Oh shit. Oh shit. Brauch nochmal Painkiller. Ah, das war. Ich weiß, was das war. Das war der bescheuerte Turm, der hat ihn getroffen. Jetzt wird's Tag. Und mein Problem ist, dass ich mich nicht heilen kann. Das könnte ich jetzt hier locker aufräumen. Haut mal ab. Okay. Ja, jetzt kommen halt wieder zu viele, ne? Das ist wieder das Problem. Da hinten kommt noch Demolisher. Das ist das gleiche Spiel wie letztes Mal. Komm, machen wir mal hier den Schalter an. Jetzt mal noch einen Painkiller nehmen. Ja, das Sammelbecken an sich funktioniert. Das Dumme ist halt, ich kann ja nichts so richtig machen. Also das würde ja jetzt hier endlos so weitergehen. Ich denke, da muss ich wieder flüchten. Ja, da habe ich ja gar keine Wahl. Und ich sehe gerade, ich bin bei 0 Wasser. Okay. Dann lassen wir es gut sein. Das wären durch die Screamer einfach zu viele. Das Blöde ist nur, ich habe mein Motorbike da liegen lassen. Das heißt, ich musste aufs Minibike. Let's go! Wo ist das Minibike überhaupt? Da. Hallo. Dann macht doch, was ihr wollt. Ein paar Sekunden später. Komm, ich versuche die mal ein bisschen wegzuziehen. Falls die keinen Bock haben zu despawnen, dann bringt das immerhin noch was, dass sie dann irgendwo anders rumstehen. So. Die waren ja alle am Vordereingang. Keine Ahnung, ob und wie viele jetzt noch hier sind.
Aber schnappen wir uns erstmal einen Teil der Lootbags. Ah, eine Screamerin ist noch hier. Gerade eine gehört. Da hinten. Okay. Oh, ganz schön viel Loot mal wieder. Gehen wir von hier hoch in die Base. Auch wenn ich glaube, dass ich die Screamer hier eher anlocke dadurch. Machen wir mal die Falle an. Also die Vordertür scheinen gedespawnt zu sein, wenn ich das richtig sehe. Es ist jetzt nur noch eine Screamerin hier. Und die versucht hier hochzukommen und läuft dann in die Falle rein. Wenn sie mich nicht sieht, dann spawnt sie vielleicht nichts. Okay, alles clear. Ja, dann mal wieder geschafft. Ich werde jetzt das Loot sortieren gehen. Ich denke, mit der Hornbase ist ganz in Ordnung so. Brauche noch ein bisschen Feinschliff hier und da. Ich muss vor allem nächstes Mal was zum Reparieren ins Inventar nehmen. Und ich brauche mehr Heilung. Muss mich jetzt mal in der Nacht, beziehungsweise Nacht ist ja schon vorbei, aber in der Pause damit beschäftigen, wie ich hier selber solche Medikits herstellen kann. Die normalen Verbände müsste ich ja mit Aloe Cream selber herstellen können. Leaves habe ich ja hier jede Menge. Ey, was willst du denn hier? Und ja, die Medikits, weiß ich gar nicht. First Aid Kit heißen die. Bloodbag, Grain Alkohol, Bandage. Ja, müssten wir auch ein paar herstellen können. Okay. Dann mache ich das vielleicht mal. Und dann geht's hier beim nächsten Mal mit Tag 29 weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Interesse. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Like da. Würde mich freuen und hilft dem Kanal. Und dann bin ich jetzt raus für diese Folge. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.